Soll ich mein gesundes Kind impfen lassen oder nicht? Das ist bei Kindern eben eine ganz besondere Abwägung, weil die ja eigentlich kein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Aber sie können eben auch in seltenen Fällen PIMS bekommen. Etwa eins von 1.000 bis 5.000 Kindern bekommt diese Entzündungsreaktion, die dann auch im Krankenhaus behandelt werden muss. Oder auch Long-Covid. Und ganz selten können sie natürlich auch einen schweren Verlauf bekommen. Und eine Impfung wäre eben der kontrolliertere Weg. Und was man bisher weiß, ist sie auf jeden Fall sicher und wirksam. Das Coronavirus verbreitet sich unter Jüngeren besonders schnell, denn sie haben viele Kontakte. Hinzu kommt, dass in Schulen häufig getestet wird. In NRW lag die Inzidenz bei den 0- bis 9-Jährigen zuletzt bei 445,7, bei den 10- bis 19-Jährigen sogar bei 527. Zum Vergleich, die Inzidenz über alle Altersgruppen hinweg liegt gerade mal bei 293,2. Soll ich mein Kind mit Vorerkrankungen impfen lassen? Bei Kindern, die eine Vorerkrankung haben und damit ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf, da ist natürlich die Abwägung eine andere. Ne? Da sollte man dann schon eher zur Impfung tendieren. Vor allem sollte man das Ganze aber mit dem Kinderarzt besprechen, was er dann für wichtig und sinnvoll erachtet und dann eben auch dem Rat folgen. Was sind überhaupt gefährliche Vorerkrankungen? Das sind zum einen Krebserkrankungen oder auch Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, aber auch Diabetes oder auch wenn Kinder stark fettleibig sind, dann erhöht das alles das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. Aber auch nicht nur, wenn die Kinder selbst vorerkrankt sind, auch wenn es Familienmitglieder sind, mit denen sie zusammenleben, beispielsweise die Eltern oder die Geschwister, dann ist es ratsam, die Kinder zu impfen.